Was geht ab, was geht down, Leute? Ein neues Raid Shadow Legends Video und heute gibt's gute News. Es ist zum ersten Mal ein Tag Team Turnier von Plarium ins Leben gerufen worden. Und es ist absolut nice und es ist absolut easy dort. Es gibt so gute Geschenke quasi. Es gibt, ja, man kann sagen, ein legendäres Buch for free einfach mal so nochmal mitgenommen. Wir gucken uns das Turnier mal an. Es ist absolut insane. Alles, was ihr dafür jemals tun müsst, ist einfach 3 gegen 3 spielen. Ich zeige euch am besten, wie ihr am easiesten hier die Punkte machen könnt. Ihr seht, ich habe schon einen guten Teil der Sachen fertig an Tag 1 quasi. Zeige euch, ihr müsst einfach, alles was ihr machen müsst, ist offensive Battles in Tag Team Arena gewinnen. Und sobald ihr über Level 35 seid, könnt ihr euch quasi über ein freies, legendäres Buch freuen hier. Ihr seht, es gibt auch richtig viel Energie hier, 300 Energie geschenkt. Münzen 100.000, dann gibt es noch zwei Rang 3 Chickens, Gems, zwei, Alter, gleich zwei blaue Shards, auch saugeil, und ein legendäres Bug für 2.500 Punkte. Das ist gar nicht so schwer, man kriegt, glaube ich, pro Fight 72 pro Sieg. Ich zeige euch das Ganze mal, wie ihr am besten angehen solltet, und zwar solltet ihr in Arena gehen, in Tag Team Arena, und dort eure Defense erstmal einstellen, dass ihr in eurer Defense... Ja, dazu zieht ihr euch schlechte Champs, dass ihr überall nur ein Defender quasi habt, ja. Ihr habt überall nur einen Defender. Und ja, dann rutscht ihr quasi im Rating immer wieder runter. Und ihr seht dann, jedes Mal, wenn ihr dann halt refresht, bekommt ihr auch Teams wie diese, wo ihr einfach quasi im Battle reingehen könnt, Auto-Battle anmachen. Ihr könnt ja mittlerweile vor dem Start sogar jetzt sagen, dass er alle drei Kämpfe Auto macht. Fightet es einfach easy durch und ja, freut euch am Ende dann über eure zwei Charts und über euer legendäres Skillbuch. Ich finde es absolut insane, hoffe, sie werden das jetzt einfach mal öfters einfügen, dieses Tag Team Tournament, vielleicht jemand die Woche oder so. Ich meine, geschenkten legendären Buch, ne, geschenkten Gaul, schaut man natürlich nicht ins Maul. Ich habe jetzt hier schon mal, ach komm, wir machen einfach mal hier, ja, scheiß auf diese 15 Gems, da könnt ihr noch schneller die Punkte reinhauen. Wenn ihr einfach auch mal, ich habe jetzt alle 20, man hat ja 20 Battles am Tag frei. Die habe ich alle schon gemacht. Und jetzt haben wir nochmal für 15 Games hier nochmal 10 Battles geholt. Dann haben wir schon fast in einem Tag quasi das legendäre Buch am Start. Absolut geil, super Event. Ich bin nachher gespannt, was dieses Dingens, was da ja noch jetzt ein Champion Training Tournament kommen. Da bin ich gespannt drauf. Morgen kommt noch ein Drachenturnier, wo quasi man nur die Galenpakt-Sachen benutzen kann. Ich auch mal, das ist nicht so geil. Finde ich ganz interessant, weil ab und zu teilweise Leute das nicht machen kann und man höhere Chancen hat, vielleicht Erster zu werden. Aber im Großen und Ganzen dauert dadurch der Drache-Farm eigentlich eher gesagt nur länger, weil man nicht seine optimalen Champions benutzen kann dafür. Ja, aber schauen wir mal. Aber dieses Event hier, Tag Team Arena Tournament, absolut geil, absolut super. Solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr so Leute seid und sagt, ey, ich mach Tag Team Arena momentan nicht, gefällt mir nicht, macht nicht so viel Spaß. Aber dieses Tournament solltet ihr mitnehmen. Das sind geschenkte, ein geschenktes legendäres Buch und geschenkte Shards. Ja, in dem Sinne, Leute, macht es. Und easier kommt ihr nicht an dem legendären Buch momentan dran. Ihr wisst, Bücher sind selten. Bücher sind selten. Und deswegen würde ich euch empfehlen, das auf jeden Fall mitzunehmen. In dem Sinne, Leute, danke ich euch schon mal fürs Zuschauen des Videos. Wünsche euch erstmal, ja, ein Happy Grind in der Tag Team Arena und viel Spaß mit dem legendären Buch und den Charts. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf Freitag. Da gibt es ja wieder Void Chart, Zweifach-Event. Ich habe momentan 31 Void Charts. Ihr könnt euch also wieder auf ein großes Void Chart Opening aufmachen, auf ein großes Void Chart Opening freuen, und ich hoffe, dass ich dort dann meinen ersten Void Legendary mal ja selber ziehen kann. Ja, schreibt mir gerne auch in den Kommentaren, was haltet ihr von diesem Tag Team Tournament? Findet ihr es cool, dass ihr mal for free ja, ein legendäres Buch einfach absagen könnt? Erzählt mir. Und ich wünsche euch natürlich noch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Einfach besser bleiben und lasst gerne ein Like auf dem Video und ein Follow, würde mich sehr freuen. Support ist kein Mord, Leute. Haut rein. Peace.